herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In meinem DM Balea Neuheiten Preview Video habe ich euch gefragt, ob ihr mehr solcher Videos haben möchtet. Ihr habt für Ja abgestimmt und mir geschrieben, dass ihr das sehen möchtet und deswegen habe ich heute wieder eine Preview für euch. Heute zeige ich euch unglaublich viele Neuheiten von verschiedensten Marken. Es sind noch viele neue Marken dabei. Ich zeige euch jetzt heute viele Pflegeprodukte. Falls ihr ein solches Video auch haben möchtet mit Kosmetik, dann schreibt mir gerne, welche Marken ich damit aufnehmen soll und dann mache ich das natürlich super gerne für euch. Und jetzt möchte ich gar nicht mehr lange außer rum reden. Es erwarten uns unglaublich viele Neuheiten, deswegen legen wir direkt los mit 8x4 und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ja, 8x4 kommt direkt mit 3 neuen Deos zu DM und zwar sind diese Deos in zuckersüßen Designs. Vor allem der Papagei gefällt mir total gut. Weiter geht es mit Alverde. Hier gibt es einige Neuheiten, zum Beispiel ein Karotten-Gesichtsöl. Ich weiß, dass viele von euch super gerne Karottenöl verwenden. Vielleicht ist das ja auch eine Alternative für euch. Außerdem gibt es eine 2-Phasen-Sprühkur. Es gibt sogar eine komplett neue Serie und zwar die Little Green Kids. Das ist eine Pflegeserie für Kinder, aber das können Erwachsene ja auch benutzen. Und zwar gibt es da eine Duschcreme, eine Körpercreme, ein Chemspray, ein Shampoo, der gleichzeitig auch eine Spülung enthält. Außerdem gibt es auch noch ein Styling-Gel für die Haare und eine Creme, die sowohl für Gesicht als auch Körper geeignet ist. Alverde hat außerdem noch einen Hand- und Nagelbalsam neu im Sortiment in einem super schönen sommerlichen Design. Ein straffendes Körperfluid gibt es auch von Alverde. Und außerdem auch noch 2 Masken und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich habe noch nie eine Maske von Alverde getestet. Falls ihr Erfahrungen damit habt und mir das empfehlen könnt, dann schreibt mir das sehr, sehr gerne. Dann gibt es eine neue Marke bei DM und die ist total interessant. Und zwar heißt sie B3 oder BE3, keine Ahnung, wie man das ausspricht oder wie die sich nennt, mit ganz speziellen Sonnenschutzmitteln und zwar einmal dieses hier. Und da steckt so ein ganz besonderes Patent dahinter, denn je nachdem, wie oft man sprüht, erhöht es den Schutz. Und ich dachte immer, dass der Schutz sich nicht erhöhen kann, aber angeblich ist es hier ein besonders spezielles Rezept, das es gewährleistet. Falls ihr darüber irgendwas wisst, dann schreibt mir das gerne mal. Und diese Variante hat auch gleichzeitig Mückenschutz enthalten, was ich sehr, sehr gut finde. Vor allem, wenn ihr in Urlaub geht, seid ihr dann direkt auch geschützt. Das Ganze gibt es auch ohne Mückenschutz mit einem Lichtschutzfaktor von 20 bis 50 plus. Und dann gibt es noch den Mega-Lichtschutzfaktor und zwar 50 bis 100. Und ich habe noch nie eine Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 100 gesehen. Und ich glaube, die sind auch einzigartig bei DM, oder? Von CD gibt es 2 neue Deos und von Don Dodent gibt es eine neue Zahnpasta. Weiter geht es mit Darf und auch die haben einige neue Sommerprodukte, nämlich zum Beispiel diese Cremedusche, außerdem 2 neue Bodylotions, eine Haarpflegeserie für sonnenstrapaziertes Haar, ein neues Deo und 2 neue Handcremes. Dresden Essence fährt richtig auf und hat ganz, ganz viele schöne Badezusätze und ich weiß jetzt schon, in einem der nächsten DM-Hauls werdet ihr wieder mehr davon sehen, weil ich da nicht widerstehen kann. Ich liebe es zu baden. Ein neuer Badeschaum und so eine Flasche ist auch diesmal dabei von Dresden Essence, aber auch ein Duschgel, ein Fußbad und eine Fußcreme. Von Evelyn gibt es neue Bürsten, nämlich einmal diesen Entwirrkünstler, der total interessant aussieht. Ich mag die Farbe auch sehr gerne. Und dann gibt es noch diese flexible Bürste, die auch ziemlich abgespaced aussieht. Und ganz in Schwarz kommt diese Keratinbürste, die für super Glanz sorgen soll. Dann kommen wir schon wieder zu einer neuen Marke und zwar Foamy heißt sie. Das ist ein Duschgel und Schwamm in einem und diese Duschschwämme quasi gibt es in 3 Sorten. Von der gleichen Marke gibt es auch ein festes Shampoo. Bisher kannte ich feste Shampoos nur von Lush und da hatte ich mal so einen Test und war richtig zufrieden damit. Ich bin gespannt, wie die hier sind. Vielleicht werde ich mir nochmal eins kaufen. Diese Shampoos wird es in 3 Sorten geben. Wer meinen letzten DM-Haul gesehen hat, der kennt vielleicht die Marke Freshlight. Falls ihr den DM-Haul noch nicht gesehen habt, verlinke ich ihn euch am Ende von diesem Video nochmal. Ja, da habe ich euch ja ein Produkt gezeigt. Es gibt aber auch noch mehr Produkte von dieser Marke und zwar diese Magnolia-Maske. Dazu passen dann Shampoo und Spülung. Einmal Shampoo und Spülung mit Peoni-Duft, also Pfingstrosenduft. Und das Ganze nochmal mit Sonnenblumenduft
Und von der Sonnenblumenserie gibt es außerdem noch ein Öl. Wasserlilie ist außerdem ebenfalls ein neuer Duft dieser Marke. Von Garnier gibt es ein neues Shampoo und dazu passende Spülung für gefärbtes Haar. Eine After-Sun-Tuchmaske, die finde ich super interessant. Das Micellenwasser gibt es nun auch in Blau und soll für empfindliche Haut sein. Und dann gibt es noch dieses 3-in-1 Pflegegel, das soll Tagescreme, Nachtcreme und Maske in einem sein. Oh mein Gott, Leute, bei der neuen Gliss-Kurs-Serie schlägt mein Mädchenherz definitiv höher. Und zwar gibt es die verführerisch Langserie, bestehend aus Shampoo und Spülung. Außerdem gibt es noch eine Bändigungscreme, ein Serumspray und eine Sprühkur. Auch bei Kneipp gibt es Neuheiten, und zwar zwei Duschtonics in den Duftrichtungen Grapefruit und Eukalyptus sowie eine Sekundenhandcreme. Ja, die soll ganz besonders schnell einziehen. Dann gibt es wieder eine neue Marke bei DM und die kennt ihr vielleicht auch schon aus meinem DM-Haul, und zwar Langhaarmädchen. Davon gibt es eine Intensiv-Haarkur, eine Haarmaske für silberblondes Haar, zwei pflegende Haaröle, ein Haarpuder, das für extra Volumen sorgen soll, ein Hitzeschutzspray, ein Salzspray für Beach Waves, ein Haarspray, ein Trockenshampoo, Shampoo und Spülung für blondes Haar, Repair Shampoo und Spülung und ein Volumenshampoo. Da geht es zu Neutrogena und diese Produkte gibt es schon bei DM. Und zwar ist es die Hydro Boost Serie, die besteht aus einem Bodygel, einer Bodylotion, einer Nachtcreme und einem Body Sorbet. Nivea bringt auch richtig viele Neuheiten zu DM, und zwar diese straffende Beinlotion, dann eine Bodylotion mit Orangenduft, ein Körperöl, drei Pflegeduschen mit Ölperlen für extra viel Pflege, verschiedene neue Deos oder Deos, bei denen die Rezeptur verbessert wurde, dann das absolut geniale Duschgel, das riecht wie die Nivea Sonnencreme. Das ist so traumhaft, Leute. Ich habe mir schon Backups gesichert. Nivea hat außerdem noch eine neue Serie, und zwar die Glow-Serie. Dort gibt es einen Augen-Make-up-Entferner, einen Reinigungsmousse und einen Primer. Alles soll für besonders schönen Glow in eurem Gesicht sorgen. Nivea hat auch noch zwei neue Micellenwasser, und zwar zum einen das Schwarze, das soll besonders stark reinigen, und das Weiße ist für sensible Haut. Außerdem gibt es auch noch die Micellenreinigungstücher mit einem Giraffenprint. Diese Bodylotion mit Melonenduft muss ich mir unbedingt genauer anschauen. Ich liebe Melonenduft. Dann gibt es außerdem noch ein neues Shampoo von Nivea mit Avocado und zwei Trockenshampoos, und zwar einmal für blondes Haar und einmal für braunes Haar. Original Source bringt auch zwei neue Sommerduschcremes ins Sortiment, und zwar Himbeere und Orange. Palmolive hat zwei neue Seifen, und die sollen nicht nur Seife sein, sondern das soll auch die Handlotion, also die Handpflege, auch mit dabei sein. Rexona hat das klassische Deo pünktlich zum Sommer überarbeitet und verbessert und außerdem noch eine neue Sorte herausgebracht, und zwar Active Pink. Von Sally Hansen gibt es ein Strumpfhosenspray. Ja, das soll quasi der Look einer Strumpfhose sein, also dass das Bein schön gleichmäßig aussieht. Ist quasi so ein getöntes Spray, das für schöne und gleichmäßige Beine sorgen soll. Also die Farbe an den Beinen soll schön und gleichmäßig sein. Und das gleiche gibt es auch nochmal als Lotion. Eine weitere neue Marke ist Scream Cream. Davon gibt es bei DM die Après Shave Lotion und das Rasieröl. Und noch eine Marke zieht bei DM ein, und zwar die Marke Too Cool for School. Davon habe ich noch nie gehört. Kennt ihr die Marke? Hier gibt es drei Masken, ein Fluid, einen Reinigungsschaum und eine Gesichtscreme. Die Preise sind echt heftig. Also falls ihr die Marke kennt, schreibt mir unbedingt, ob sich das lohnt, da ich ungern so viel Geld ausgeben möchte, ohne zu wissen, ob die Produkte gut sind. Ja, von Tracklemoon gibt es auch wieder einige Neuheiten, und zwar eine Körpercreme mit Avocado-Duft. Aus der Melonenserie gibt es gleich mehrere Produkte, und zwar eine Duschcreme, eine Körpermilch, ein Körperspray und ein Peeling. Aus der Grapefruit-Serie gibt es auch vier Neuheiten, und zwar eine Duschcreme, eine Körpermilch, eine Handcreme und ein Peeling. Außerdem gibt es auch noch eine Körpercreme mit dem Duft Sea Secrets. Also das wird wahrscheinlich so ein meeresfrischer Duft sein. Und last but not least gibt es noch drei neue Schaumbäder von Tracklemoon.
Das waren jetzt die Neuheiten aus den Bereichen Pflege, abgesehen von Balea. Da habe ich euch ja schon ein Video hochgeladen, das verlinke ich euch hier nochmal. Genauso wie meinem letzten DM-Haul, wie meine Top-DM-Produkte und meine letzte DM-Haul-Review. Lasst mich unbedingt wissen, ob ihr auch ein Video haben möchtet zu den kosmetischen Neuheiten. Und wenn ja, dann unbedingt, welche Marken ich da mit aufnehmen soll. Denn da gibt es auch von sämtlichen Marken so viele Neuheiten. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Und wenn ihr mehr Previews haben möchtet, freue ich mich auch über einen Daumen nach oben. Und ich freue mich natürlich immer, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder mit einschaltet. Bis dann. Ciao.